Herr Heigl, Geschäftsführer Cramo Österreich. Was bietet Cramo seinen Kunden auf der Bauma? Cramo bietet seinen Kunden auf der Bauma einen Überblick über sein gesamtes Portfolio. Was kann Cramo als Mietpartner leisten für seine Kunden? Das beginnt eben, dass wir uns darstellen als Full Supplier im Vermietmarkt und geht über das Thema Cramo School, also wo wir als Dienstleistung Schulungen für Kunden anbieten, insbesondere zum Thema Sicherheit, Sicherheit in Verbindung mit Arbeitsbühnen, Sicherheit in Verbindung mit Staplern und so weiter, also mit Geräten, über Cramo als Arbeitgeber, wo wir uns als Arbeitgeber präsentieren und natürlich uns attraktiv machen wollen für Leute, die zu uns ins Team stoßen. Weil im Mietmarkt geht es halt sehr stark um Verbindung zum Kunden über die Cramo People, also über die Leute. Was genau meinen Sie mit Full Supplier? Full Supplier bedeutet für Cramo, dass wir dem Kunden anbieten, vom Werkzeug über die Construction-Gerät, also die Baumaschine bis hin zur Hebebühne, wenn ich hier für Deutschland auch spreche, auch bis zu Containerlösungen. Wir haben das hier auf der Bauma sehr in einer spielerischen Form und witzigen Form umgesetzt, indem wir eine Baustelle mit Cramo-Abwicklung im Modell nachgebildet haben. Und da kann man dann sehen, einfach wie läuft das ab von der Anmietung, Verladen bis hin zur Baustelle in Modellform. Und das kommt bei unseren Kunden sehr gut an und zeigt einfach in spielerischer Form, was wir alles können und das Potenzial. Sehr übersichtlich, weil eben im kleinen Modell. Was erwarten Sie sich von der Bauma? Von der Bauma erwarte ich mir eine Steigerung der Bekanntheit der Marke Cramo. Wir wollen, das ist ein Hauptgrund natürlich, die Marke Cramo am Markt verankern, uns als Marke, als Vermieter bekannter machen, weil hier haben wir im zentraleuropäischen Raum tatsächlich noch Potenzial. Ja. Und wir wollen halt unseren Kunden zeigen, dass Cramo ein sehr wichtiger Player am Markt ist, da wir sehr klein strukturiert sind aufgrund unseres Mietgeschäftes. Wir haben 60 Mietstationen und die einzelne Mietstation zeigt natürlich nicht das ganze Potenzial und die gesamte Größe, die hinter Cramo steckt. Und die Bauma ist für uns eine Chance, die Größe und das Potenzial des Gesamtunternehmens zu zeigen. Es sind Vertreter von Gruppier, also von unserer Mutter aus Finnland, aus Schweden. Und es ist eine sehr gute Chance, auch den Cramo-Mitarbeitern intern zu zeigen, wer Cramo ist und dass man stolz sein kann, auch für Cramo zu arbeiten. Und wenn wir das erreichen, dann denke ich, haben wir eine sehr gute Bauma hinter uns gebracht. Danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.